es also wirklich geschafft, was? Du klingst überrascht. Was ist das, wir machen jeden Kunden glücklich, denn wir sind einfach der Wahnsinn geworden. Das hier ist kein Erfolg. Ach komm, freu dich doch, wir sind hier bei der NASA. Wir haben nicht mehr viel Zeit, lass uns wenigstens ein bisschen herumschauen. Bitte warten Sie, es wird gleich jemand kommen, der Sie herumführt. Himmel, da mag aber jemand seinen Rucksack. Das ist ein gefügter Rucksack. To the Moon, die Geschichte eines Versagers, der Astronaut werden wollte. Ein Roman von Julie Wiles. Julie hat also Autor geworden und hat ein Buch geschrieben über seinen Bruder. Ich kann nicht glauben, dass sich dieser Quatsch verkauft hat. Wir sind ja nicht in der wirklichen Welt, Neil. Wir haben sich dieses ganze Jahr nur wegen eines Mädchens. Ich wusste, dass du das jetzt sagen würdest, Neil. Wie armselig, das ganze Jahr nur wegen eines Mädchens. Na endlich, schön, dass du wieder da bist. Ja, ja. Gibt's hier irgendwas für uns? Nein. Es werden 4 Memory Links benötigt. Wie das ein Mörder ist, ist der Aufzug innen kleiner als außen. Okay, das war ja, wo wir gerade waren. Okay. Gehen wir jetzt in die zweite. Sag mal, was meinst du, war die Mondlandung im letzten Jahrhundert wirklich? Fang nicht damit an, Neil. Fang gar nicht erst an. Jetzt sind wir richtig im zweiten. Huch. Das ist das Missionskontrollzentrum. Im Moment passiert hier nicht viel, aber eines Tages werden Sie es in Aktion erleben. Ich habe beinahe erwartet, dass Zordon auf dem Bildschirm auftaucht. Hier nicht. Was? Lass uns gehen. Okay. Gibt es nichts. Gehen wir ins nächste Stockwerk. Ich hoffe, bei der echten NASA haben sie größere Aufzüge. Und das ist die Zentrifuge. Wenn sie Glück haben, werden sie eines Tages lernen, sie zu hassen. Genau, das Schleuderdings. Hier auch nicht. Hm? Wovon redest du? Komm, wir haben nicht mehr lang. Wovon redet Eva? Ihr Werte sind hervorragend, aber trotzdem müssen wir Ihren Zustand in den kommenden Sitzungen genau überwachen. Gehen Sie in einen anderen Raum, erwartet man Sie schon. Okay, dann schauen wir uns jetzt noch das letzte Stockwerk an. Im Shuttle wird zurzeit mit Hochdruck gearbeitet. Wir können es uns im Moment nur von hier aus ansehen. Das ist nicht gut. Vielleicht haben wir doch etwas übersehen. Du musst wirklich mal an deiner Kommunikationsfähigkeit arbeiten. Wow. Kannst du laut sagen? Weißt du, was am eindrucksvollsten ist? Was denn? Ein Stück ganz oben und untere Ende vom Shuttle. Da muss ich dir zustimmen. Oh, wie ich die armen Seelen bemitleide, diese Details nicht ansehen können. In der Tat, besonders die Nase da oben. Wenn die Arbeit abgeschlossen sind, wird es wohl nicht mehr so wie jetzt aussehen. Ja, jetzt ist die einzige Gelegenheit.
Ach Mensch. Gut, dann können wir jetzt wieder in den ersten runterfahren und durch die besondere Tür. Ich frage mich, ob die echte NASA wirklich so aussieht. Wahrscheinlich nicht, sie ist ein Konstrukt aus Johnnys Fantasie. Ah ja, Wikifakten verkleidet mit seinen Hirngespinsten. Trotzdem merkwürdig, Vögel zu hören, aber keine zu sehen. Sorry, Neil. Ich dachte wirklich, wir hätten eine gute Chance. Was? Und hier ist der Pausenraum. Das ist David, er ist unser Missionsspezialist. Freut mich, Sie kennenzulernen. Zumindest hat er es in die NASA geschafft, so wie es aussieht. Meinst du, er hat bis zum Ende durchgehalten? Selbst wenn, es braucht mehr als das, um Astronaut zu werden. Lass uns schnell den letzten Memory-Link finden. Ich würde ungern das Finale verpassen. Oh oh, was ist los? Ist es schon zu spät? Ich weiß es nicht. Oh oh. Ah, und hier ist unser anderer Neuzugang. River, richtig. Schön, Sie dabei zu haben. Hallo, ich bin John. Haben Sie es doch noch geschafft? Puh, ich dachte schon, sie wäre nicht. Was zum Eva? Du hast sie doch gelöscht. Nein, wie ich schon sagte, ich habe sie nur verschoben. Was sie mit ihrem Leben anfängt, ist ihre Sache. Aber diese Welt besteht aus öffentlichen Daten und Johnnys Fantasie. Und weil Rivers persönliche Daten nicht Teil der öffentlichen Quellen sind, kommt das hier alles von Johnny. Trotzdem gab es nur eine gewisse Chance. Konntest du sicher sein, dass es funktionieren würde? Ich war nicht sicher. Es hätte ganz schön schief gehen können, ist dir das klar? Du warst noch nie sehr risikofreudig, Neil. Einigen wir uns einfach darauf, dass diese Runde an mich geht. Wir haben noch zwei weitere Helme, oder? Ich glaube, Johnny würde sich über ein bisschen Gesellschaft freuen. Scheint, hat er es selbst geschrieben. Ganz schön eintönig, wenn du mich fragst. Wie heißt es? To the Moon. Das ist ein schöner Titel. Lasst alle daran teilhaben.
da seid ihr. Ihr zwei sollt euch ausruhen, morgen ist der große Tag.